Was, wenn ich jetzt einen Hang Glider hätte? Dieses Heulen, wa? Ist hier nichts. Dieses Tippen. Kriegt der Peter direkt wieder Pipi in die Buchse. Ja, so sieht aus. Und ja, die tun schon die Füße weh. Ja, aber ich habe einen Elfen gehört. Der ist eine Elfenfrau, das läuft. Der kann so weit rennen, wie er will. Oh ja. Ja, was ist denn hier? Ginseng. Boah, Legolas, was sehen deine Elbenaugen? Hier ist eine Krähe. Ja, was echt mal. Du bist doch. Stimmt, das ist eine Krähe. Du bist doch so ein Vieh. Du müsstest doch voll weit gucken können. Du müsstest doch Hasen. Ja, eigentlich Kilometer weit, irgendwie, wenn du deine Ohrchen auf dem Boden. Normalerweise legst. Müsste ich auch mit denen reden können. Nee, das kann nur der Zauberer aus der Hobbit. Der konnte mit denen reden. Ach ja, stimmt, der sich immer die Kräuter durchgezogen hat, ne? Ich könnte mal wieder so ein Flüsschen gebrauchen. Als da die Spinnen auf einmal kamen. Alter, ich bin gerade mal auch schon wieder die voll in den Sonnen noch reingefallen. Alter, was wichtig war das denn? Echt? Ach ja, du stehst dann unten so gar nicht auf Spinnen. Bäh. Naja, Spinnen sind nicht so geil. Hey, was rennt denn da hinter mir her? Bist du denn für einer? Ach so, komischer Planewalker. Moment, ich glaube, wir verlieren gerade unsere Elffrau. Was passiert denn, wenn das Wasser alle ist? Dann laufen die nur noch neben dir her, glaube ich. Hilft mir auch kurz, Hardy, wenn ich den wegmache. Aber alleine. Habe ich hier nicht irgendwo mal Wasser? Ja, geradeaus. Sorg ich mich nicht schön um dich? Oh ja! Trippel, trippel. Sepp, du hast das Spiel doch jetzt schon mal alleine gespielt, ne? Mhm. Sind die Viecher denn dann schwächer, weil du dann alleine da bist, oder sind die fühlbar genauso stark? Ne, ist am Anfang genauso schwer. Also ist an sich sehr ähnlich. Ich glaube aber also, eher, halt wir am Anfang voll auf die Fresse. Mehr Probleme, weil wir nicht so richtig gecheckt haben, muss ich sagen. Also wenn du da einmal ein bisschen drin bist, dann löppt das ja eigentlich. Ja, aber am Anfang hast du ja auch kein... Leute, ich bin voll in so eine Gruppe reingerannt. Alter, die Moschen mich um. Nein, die Moschen nicht. Und dahin. Jetzt wird da hinten reingecastet. Alter! Heilen. Wo ist Hardy da? Hardy, du darfst nicht so krass rumrennen, wenn ich dich heilen soll. Ja! Das ist schön. Alter. Boah, ich heile immer meinen fucking Bunny, weil er immer so behindert neben mir steht. Mich dann auch so anguckt, so, hast du mich geheilt, wa? Scheiß Bunny. Ja, Christian hat auch noch viel Leben, sehe ich gerade. Ja. Ja, mit 17 gut kalkuliert. Jetzt müsst du kurz ein Sekündchen warten. Ey, Sepp, was hast du da für geile Silk Boots bekommen mit plus 34? Na, nix für dich, bitte. Ups. Das halte ich aber für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Ich habe nichts gekriegt. Die kannst du eh noch nicht tragen. Ah, doch, Power 34. Oh, die sind aber nice. Die hätte ich auch gerne. Jetzt muss man hier ganz genau den Chat beobachten, damit auch ja nichts an einem vorbeigeht. Was muss ich dafür tun, um hier voll zu werden? Ja, ich bin dabei, Junge. Cool, ich habe ein Amulett gefunden. Gänge das, Peter. Guck mal, ich habe 666 Leben. Wow. Ja, jetzt hat er nicht mehr. Christian, ich hab noch was für dich. Ja. So, Sepp, kann ich jetzt mal den Scheiß haben? Ja, liegt doch hier. Ja, so kann ich den mal haben, endlich. Oh, die sind über 17. Ja, aber du müsstest mittlerweile doch mehr als 17 können. Ich kann mittlerweile 32 Power. Oh, wir können auch neu craften, ne? Ja, ich kann 32. Nice, der Bumerang ist ja geil. Die sind immer auch gleich halt leicht besser, beziehungsweise teilweise schlechter. Oh Gott, meine letzte Wasserfähigkeit ist Teleport. Nice. Oh mein Gott. Ja, was mach ich denn jetzt? Wo mach ich okay, jetzt ich glaube, ich brauche gleich unbedingt Holz. Muss man unbedingt Chris braucht für mich meinen Mana-Stil. So, wir gehen mal weiter. Der Hadi sollte eigentlich nicht so lange stehen bleiben. Echt mal, Hadi kann ja, schon mal vorrennen. Hadi rennt schon mal vor. Ich kann eigentlich wäre voll gut, wenn wir die ganze Zeit durch so einen Fluss gehen könnten. Ja, stimmt. Ich bin schon bei 2. Fühlt sich das hier auch auf? Hast du nicht gerade in dem Fluss gestanden? Ja, muss ein bisschen länger drin stehen, Peter. Ey, ja, fühlt sich das auch auf. Ja, lass deinem Bunny noch mal ein bisschen Zeit zum Trinken. Ja, ich habe auch gerade 2 Punkte da reingesteckt. Ich müsste jetzt abgehen wie Schmitz Katze.
Echt? Ich will auch Level Up haben. Ja, gleich. Paar Pünktchen noch. Ach, schon fast wieder das nächste. Das Problem ist, für meine dritte Fähigkeit, der ja ein Teleport ist, muss ich mein Mana Shield leveln, weil ich überhaupt nie benutze, weil ich das voll gay finde. Also das ist irgendwie ein Mittel zum Zweck, Junge. Ja, in dem Fall tatsächlich auch 5. Wenn du mal Agro hast, dann ist der Mana Shield. Ja, aber der absorbt gar nicht so viel Damage. Also, das ist nicht so, dass die dann irgendwie von dir ablassen, sondern wird halt ein bisschen Damage geschluckt und dann ist gut. Aber bis dahin, bis ich das gecheckt habe, bin ich eh tot. Deswegen war ich immer auch so, deswegen war ich auch immer so gut bei. Schlucken gesagt. Bei WoW-PvP, weißt du, da waren so viele Tasten, das war einfach too much for me. Hadi ist auch immer richtig gut drin in sowas. Wo drin? Sich in sowas so richtig krass reinfuchsen, weißt du, wie WoW-PvP. Hadi ist da total gut drin, deswegen hat er mit LOL, wo du 5 Tasten hast, direkt aufgehört. Hat er doch wieder mit angefangen, oder? Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, dass ich da mit auf... er gut drin ist. Ich weiß. Alter, was springt denn da hinten rum? Oder? Du hast doch wieder angefangen, oder, Hadi? Ja, oder ist angefangen. Also, ich spiele es jetzt mal wieder. Also, ich habe es davor gar nicht mehr gespielt. Gar nicht mehr gespielt, Mama. Gar nicht mehr, Mama. Wir hauten hier auf irgendwas. Ist Christian Level am Farm? Geht nicht, ich muss dabei sein. Wo bist denn du? Wer hat denn hier gebettelt? Boah, Hadi, jetzt hier ein Glider. Oh ja, Christian ist gerade richtig krass Eisen am Farmen. Ja, ganze 3. Boah, wir sind ja schon fast da. Jetzt laufen wir schon fast dran vorbei, Leute. Was? LOL. Damit, ganz im Ernst, damit habe ich nicht mal ansatzweise gerechnet. Ich wollte gerade sagen, weil wahrscheinlich wären wir eiskalt jetzt bis da hinten wieder gelaufen. Ja, gut, dass du ein bisschen aufpasst. Hüchen. Aber ich will mal ein anderes Biom finden, ey. Ich meine, wie weit muss man bitte laufen, bis man mal ein anderes Biom hat? Terrier. Was machen wir eigentlich jetzt hier in der Stadt? Schwein. Ja, Wind Spirits auf die Waffen ballern und... Kannst du die denn da wieder runternehmen? Ich glaube nicht. Ja gut, aber wie lange willst du die sparen, ne? Ganz im Ernst, also... Bis ich mein Max-Level erreicht habe. So. Kann man natürlich auch so machen, ja. Ich glaube, so würde ich das allerdings auch machen. Ah, ihr seid doch ja, Nasen, es gibt kein Max-Level. Ja, oder bis ich mein höheres Level habe. Ja, kannst du natürlich immer sagen. Da kannst du wahrscheinlich auch noch mehr Wind Spirits, also Peter hat da schon recht. Das ist sowieso so eine Krankheit von mir in sämtlichen Spielen, wenn du irgendwelche tollen Sachen hast, egal ob Singleplayer oder so, die spare ich immer auf und dann, weißt du, kurz vor dem Endgegner, ach ja, habe ich ja noch. Mhm. Rennt einer schon mal zum Inn? Ah ja, voll die gute Idee. Moment, bin auch nicht. Oh ja, das wäre echt gut. Oh, man kann auch in Häusern übrigens reiten, würde ich ganz cool finden. Oh, wie hell das ist. So, da ist der Waffen. No way hier. Hier ist der Schmied. Ohne Spaß, wieso verkauft er keine Einhandschwerter? Bei 8, 8, 8. Also ich kann meine Rüstung kann ich bei dem Platinum-Typen verzaubern. Nur meine Waffen nicht. Aber Rüstung ist NP. Aber dann direkt 18, wollt ihr mich... Okay, die wird aber auch ein ganzes Stück besser. Ach, Moment, man passt die dann seinem Power-Level an. Okay, verstehe. Das ist natürlich interessant. Bam! Item gecraftet. Na, dann machen wir das doch mal, würde ich mal sagen. Cool. Voraus erstmal eine Schmiede. Wo ist denn hier nochmal der Waffenhändler? Ich bin gerade ein bisschen zu dumm dafür. Hier bei mir. Ah ja. Nice. 17, 24. Cool. 32, 34. Ja, das ist 38, das stinkt natürlich.
Battle tested Leinen Shoulder. Aha. Hat noch einer so Leinen, Dinger? Bestimmt. Alter, Peter. Was geht ab? Nee, alter Hardy. Boah, du bist so ein Wichser, ne? Warte, was ist denn los? Die, die Sachen, die ich identifiziert habe, sind für den Rogue und das ist lila. Lol. Oh, nice. Oh, das ist ja cool. Weil das ist aber Power 17, ja, aber das sieht cool aus. Ja, das zeig mir ganz schön Ranger. Kann. Wo bist du denn? Bei dem Identifizierer, ich komm mal vorbei. Ah, gut, Power 17, bin ich jetzt bei 32, ja gut, vielleicht kann das ja was. Da. Oh, mal gucken. Oh, was ist das denn? Grand Cotton Shoulder Armor. Ja. Also die sind jetzt nicht overpowered, aber sind auf jeden Fall. Okay, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Gut, stimmt wohl. Herzlichen Dank. Aber wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach, zu einer Schmiede. What? Achso, das ist ja gar keine Säge. What the fuck? Bums. Dünn. Oh, das ist ja sogar besser. Holy fuck! Ich kann tatsächlich mal was craften, was ich benutzen kann. Man kann aus Sachen zwei Cubes rauskriegen. Ein bisschen. Lol, ich habe jetzt drei Gold Cubes gekriegt. Cooles Sutton. Ich habe noch Leinenzeug, also wer das jetzt braucht, der. Was kann ich denn jetzt überhaupt schmieden? Gucken wir nochmal hier. Iron Longsword. 7,6. Der hat eine 2,1%ige Chance auf. Boah, 16 Iron Blöcke brauche ich dafür. Leck mich mal am Arsch. Soll ich das mal machen? Na komm, scheiß drauf. Machen wir es einfach mal. Jetzt habe ich meine Emeralds und die Sachen, die ich dafür bauen kann, sind mittlerweile viel zu schlecht. Na, du bist doch wieder ein Level gestiegen, dann musst du eigentlich. Ich kann jetzt neue Sachen bauen, aber dafür brauche ich Gold. Genau. Das ist ein bisschen dumm. Das ist natürlich fail. Cool, ich konnte mir eine Axt machen. Die sieht eher aus wie eine Gabel, aber okay. So, wo ist denn jetzt nochmal der. Ah, hier, Customization Bench war das. Entweder das sieht doch aus wie eine Axt, oder nicht? Weißt du, siehst aus wie so ein Müllpicker. Wie so ein Müllpicker. Alter, ohne Spaß, jetzt wollte ich gerade einen Iron Cube anbringen, hab daneben geklickt und weg ist er. So, Peter, wo kann ich das jetzt hier verzaubern? Hier? Hier, also nicht verzaubern, aber du kannst da deine Wind Spirits drauf basteln. Ja, das meinte ich. Also jetzt irgendwie Weapon da. Und wo ist jetzt mein Wind Spirit? Wie mache ich das jetzt? Oh lol, ich kann hier drauf keine Spirits hauen? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann doch meine Bracelets keine Spirits hauen. Du musst erst das Ding da rein tun mit Rechtsklick und dann den Spirit nochmal mit Rechtsklick anklicken, oder? Ja, der Spirit müsste oben auftauchen. Was ist denn jetzt hier passiert? Dann mir allerdings nicht so. Wie, der müsste oben auftauchen? Ne, das macht bei mir nur düt. Ja, dann könnt ihr auf die Waffe, die ihr da ausgewählt habt, keine Spirit hauen. Ja, aber ist doch scheiße. Auf den Dagger kann ich Wind Spirits draufhauen. Wofür ist denn der Ice Spirit nochmal? Weißt du das? Mal gucken. Was macht der denn? Ice Spirit. Ice Spirit is a type of spirit. Will slow down any mob's attack speed and movement speed. Doch, das ist doch perfekt für mich eigentlich. Ja, aber das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Man kann auch scheinbar nicht seine Rüstung verzaubern, oder, sondern nur seine Waffen. Und da geht das. Ich kann da bei mir nichts drauf basteln. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist jetzt mal wieder so ein Fall für Galileo Mystery. Und damit meine ich unsere lieben Zuschauer, die uns erklären, wie dumm wir sind. Und wieso wir auf unsere Waffen keine Spirits hauen können. Also ich kann beispielsweise auf einen Stab von mir einen Unholy Spirit 5 draufballern, wenn ich möchte, aber nicht meinen Wind Spirit plus 17. Das ist also Cube Type Light Blue, Optimal Kill Ramps.
Ich habe übrigens noch Iron Cubes, also falls jemand haben möchte. Alter, du hattest zwei Unholy-Dinger. Die werden nur von Bossen gedroppt. Ich habe einen Unholy Spirit 5 von der letzten Aufnahmesession noch. Hier steht aber nicht bei, wie man die benutzt. Middle clicking a stagger, wir combine them, bla bla. Oh krass, du kannst sie kombinieren. Und wie macht man das? Middle clicking a stack of two or more identical spirit cubes in your inventory will combine them to a more powerful version. Okay, habe ich aber nicht. Placing these cubes upon a weapon physically adds them to the look of the weapon. Ja, aber das geht, scheint ja nur bei bestimmten Waffen zu funktionieren. Though it does not matter where they are placed, the effects will still function properly. Hä? Bist du sicher, dass das hier funktioniert? Ja, da habe ich das nämlich schon gemacht. Also hier kann ich ja auf einen meiner Stäbe in Unholy Spirit hauen, wenn ich will. Ja, das wurde mir gerade schon angezeigt. Aber den Wind Spirit? Ne, das geht nicht. Ich kann auch mal. Sollen wir mal tauschen? Willst du mal den Ice Spirit haben? Das ist irrelevant, weil ich den Stab nicht benutze, auf den ich was hauen könnte. Ach so. Es könnte sein, ich habe da schon einen Wind Spirit drauf. Ah. Scheinbar kannst du Stäbe mit Spirits machen. Aber Ringe nicht. Interessant. Und Äxte offenbar auch nicht. Guck ich mal. Du kannst auch. Gerade selbst Bunny reiten, das wäre nicht so gut. Peter, magst du mal kurz den Wind Spirit geben? Ja. Mal wissen, ob das dann funktioniert. Ja, wo bist du da? Was? Oh Gott, ich hätte beinahe vergessen, ein Dings zu holen. Na, das geht nicht. Ah ja, dann nehme ich den nochmal gerne wieder mit. Wer hat denn da so Spaß mit dem Boomerang? Sepp. Na, der fliegt irgendwie bis unendlich. Also war ein komischer Bumerang. So, ja, Hardy, was lachst du dir ein Fäuschen hier vorne beim Shoppy? Ich hab mal so. Oh, der hier vorne hat noch ein Place. Frage ist jetzt, wie benutzt man den denn? Weiß das einer? Hier, die alte hat noch ein Place zu marken. Ach, jetzt weiß ich, warum das nicht geht. It is to be noted that you cannot place a spirit cube on a weapon if the weapon's power level is below the spirit cube's power level. Nee, nochmal. Das kann nicht sein. Mein Weapon is more than 10 levels below the weapon's power level. Ja, aber also, wenn das mehr als 10 Level niedriger ist, geht das nicht. Und bei mir kommt das nämlich hin, weil die Axt ist 32 und der Cube ist 17. Bei mir kommt das auch hin. Das heißt, ich kann die Scheiße verkaufen, weil die kannst du nicht mehr benutzen, quasi. Möglich. Ja. Naja, diese guten Sachen, weiß ich nicht, ob man die verkaufen sollte. Ich glaube, ich werde die einfach speichern und vielleicht, wenn ich mit einem anderen Charakter mal spiele. Oh, guck mal an, hier ist eine mit einem grünen Ding. Ja, den meinte ich gerade. Der ist auch gar nicht so weit weg. Oder Westside, weißt du, mal grün. Kletter mal auf so ein Haus. Ja, das ist eine gute Idee. Ah, ich muss jetzt erstmal auf so ein Haus drauf bauen. Was denn der Rock of Duraron? Aha, die hat schon gekauft. Ja, sehe, Junge. Ja, und? Ja, warte, ich muss erstmal auf so ein Haus drauf klettern. Wo ist denn der Rock? Den sehe ich nicht. Ich hab den, der ist hier in der Nähe. Okay, ich stehe auf einem Haus drauf. Hardy, komm hier hoch. Wo bist du? Wo bist du denn? Alter, das sieht voll crazy aus. Hardy, spring! Ich spring auch. Alter, wenn man Leertaste gedrückt hält, kann man unendlich lange fliegen, ohne dass ich... Oh doch. Stamina. Jetzt gehe ich runter. Ah, Stamina. Aua. Gegen die Hauswand geklatscht. Na, Peter ja, okay, auch. So mega schnell ist er mit dem Hängleiter hier jetzt. Ganz im Gegenteil, der ist ja voll lahm. Aber schon ganz witzig eigentlich so. Hui. Jetzt habe ich die Fehler gemacht. Ja, du gleichst damit auch Fallschaden aus, ne? Da ist noch das eine stimmt. Mit so einem grünen Ding. Wo habt ihr eigentlich den ersten davon gesammelt, wenn man fragen darf? Mega. Da hinten sehe ich einen. Hier ist noch einer. Bisschen noch ein dritter. Lol, Peter glittert da erstmal richtig geil hin, Junge. Winds of Au. Ich leg mich jedes Mal auf die Fresse, das ist der Hammer.
Die ist bei dir grün. Die ist bei mir überhaupt nicht grün. Da hinten ist eine grün bei mir. Bei mir blau. Banana Splits, of course. Also, da ist tatsächlich was jetzt noch weiter von uns weg, als wir vorhin schon waren. So, wo war der andere grüne? So, jetzt brauche ich noch mal kurz den Rüstungsshop. Bei mir war noch eine. Shop? Oh, du bist ein bisschen Rüstung woanders als ich. Dahin? Wie man einfach mit dem Ding rumlaufen kann, während man das hält, das ist ja echt witzig. Ja, heißt, wir brauchen jetzt richtig Stamina, Junge. Ah, da hinten ist noch eine. Hui! Da sind doch noch Schwerter im Südosten. Die sind gar nicht so weit weg. Im Südosten? Oh, Luke. Ja. Ranger, Warrior. Stimmt allerdings. Oh, halt. Ist die Frage, Sepp, bist du noch fähig? Nee, ich bin heute leider nicht mehr fähig. Okay. Was? Wir haben 23:30. Oh Mann. Ja. Oh, da fängt er schon an zu gähnen, der arme Kleine. Oh, muss ich mal ein bisschen auf Mitleid hier machen. Ah, okay. Alles hat einen Hintergedanken, ich merk das schon. Leute, das gibt's doch nicht. Ohne Scheiß, der Gleiter, der haut mich immer voll um. Oh, wer wohnt denn hier so geil? Oh! Oh! Was stöhnst du denn so geil? Ja, ist gut. Ich bin in so einem Haus drin. Ich möchte jetzt hier noch einmal von einem hohen Haus runterspringen. Ja, warte, ich komm, dann will ich mir mal angucken. Oh Gott. So. Was? Ich will auch noch mal. So, hier bin ich. Wo bist du denn? Ah ja. Ich werde es tun! Ich werde springen! Mach ein Salto! Ich muss Anlauf nehmen. Das sieht eigentlich voll cool aus. Oh. Und Sepp. Ui. Naja. Oh. Boah, ist der schnell. Also ich bin schneller. Ja, Peter, wir überholen nicht. LOL, auf die Fresse gerichtet. Ah, jetzt kann ich auch witzig. Auf jeden Fall, Junge. Kannst du in den Gleiter noch skillen? Ja. Wobei das irgendwie gar keinen Sinn macht, weil Flying Speed ist 177%. Das muss eigentlich mega schnell sein. Ja, das sehe ich aber irgendwie noch nicht so richtig. Naja, ich überhole Peter, wenn er fliegt. Also das muss nochmal 60% schneller sein als Rennen. Cool. Peter ist mal gegen die Wand geflogen. Na, er ist ja schneller als ich. Also du bist dann schneller, wenn du also das wenn du nicht, wenn du Leertaste drückst. Nee, bist du auch nicht. Wenn du wirklich gleitest. Mit seinem Tier. Ja, wenn du nach unten gleitest, mein Tag. Nee, ich hab gerade beides ausprobiert. Ach so, okay. Das ist vollkommen irrelevant. Oh, dann bleib ich jetzt mal auf den Baum hier drauf. Welchen Baum bist du? Ja, hier oben. Und da lockst du dich auch aus, oder was? Ja, ja. Okay, dann ja, machen wir jetzt hier gut. Huiuiuiui. Bedankt fürs Zuschauen, dann bis zur nächsten Folge, ne? Haut rein, Leute. Tschüss. Ja.